Charles, nun komm doch endlich, scheint sich Herzogin Camilla hier wohl insgeheim zu denken. Die Herzogin von Cornwall und ihr Gatte Prinz Charles zeigen sich in Zeiten der Corona-Krise, ebenso wie andere Royals, vermehrt aus den eigenen vier Wänden. Sehr zur Freude aller Fans, denn so lernt man die Mitglieder der Königsfamilie nochmal von einer ganz anderen, privaten Seite kennen. Dabei stellt man vermehrt fest, auch Könige, Kronprinzen und Herzoginnen sind doch eigentlich ganz normale Menschen. Genau diesen Eindruck erweckt auch die Herzogin von Cornwall. Camilla und ihr Gatte Charles schicken diese tolle Videobotschaft als Wertschätzung an alle Unterstützer der NHS, dem staatlichen Gesundheitssystem in Großbritannien und Nordirland. Eine Geste als besonderer Dank für das unermüdliche Engagement der Helfer im Kampf gegen das Coronavirus. Voller Enthusiasmus tritt die 72-Jährige aus der Tür ihrer schottischen Residenz Birkhall. Ungeduldig wartet sie auf ihren großen Moment, endlich klatschen zu können. Doch Charles bummelt, macht noch in aller Gemütlichkeit die Tür hinter sich zu und schlendert seelenruhig zu seiner Gattin. Was für eine ulkige Szene! Camillas Blick verrät, dass sie selbst ein wenig von ihrem Liebsten amüsiert ist. Im legeren Look tritt das Paar vor die Kamera und macht wieder mal eine tolle Figur. Besonders Herzogin Camilla fällt mit ihrem stylischen Look auf. In ihrer lockeren Blue Jeans, kombiniert mit Bluse und Blazer, sieht die Herzogin einfach grandios aus. Dass man das Mitglied der Royal Family in Jeans sieht, ist nämlich durchaus nicht selbstverständlich. Bei öffentlichen Terminen und Auftritten sieht man Camilla meist in Kleidern oder eleganten Hosenanzügen. Privat greift Prinz Charles' Gattin hingegen auch gerne mal zu lockeren Outfits. Schön, die Royals auch mal von dieser Seite kennenzulernen.